Ein Sohn, ein Sohn, ein Sohn. So, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Einheiten und eine Geisha. 11 Einheiten und eine Geisha. Was können wir aufweisen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und ein ausländischer Veteran gehören uns. Okay, die haben hier noch ein wenig Garnisonstruppen, aber die sind auch nicht so dufte, als dass man vor denen Angst haben müsste. So kann man also in die nächste Runde gehen eigentlich. Oh, ja! Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Einen Schluck bitte trinken, danke. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich hört man das. Clan wendet sich vom Kaiser ab. Takayama. Wo sind die Takayama? Dienstwillig! Mein Lord, der Sohn eures treuesten Untertanen und ein hervorragender Soldat möchte den Clan würdig. Ja. Ach komm. Wir haben eh genug Geld. Was? Wir haben keine Armee da? Was? Wir haben keine Armee da! Das ist aber scheiße! Ihr wisst, wo ihr hin müsst, dann macht das auch mal. Fahren wir lieber hier hin und von da aus dann nach da, weil wenn man auf offener See stehen bleibt, verliert man Einheiten. Und das möchte ich nicht, weil ich möchte meine Einheiten noch behalten. Bilden die etwa aus? 2, 4, 8, 10, 11. Nein, sie bilden nicht aus. Ganz schnell, die nächste Runde anbrechen. Es wird spaßig, es wird sehr spaßig. Ja. Egal, fahren wir dahin. So, Krieg wurde erklärt. Wir bombardieren. Schade, hat nichts gebracht. Die verlieren jetzt noch einmal Leben, aber ist mir auch wurscht. Die bewegen sich jetzt nochmal, weil ich vergessen hatte, das manuell zu machen. Aber das kostet uns keine wertvolle Runde, die wir dann im die sie dann nicht marschiert sind, sondern wird sofort am Ende ausge Tsukuyo Kashima Mission erteilt. Kriegs so. Ah, da kehren wir diese schöne Stadt. Ihr seid mir unterlegen, meine Freunde. Absolut. Belagerungsangriff. Deine Kräfteverhältnisanzeige gibt Auskunft über das relative Stärke unserer Streitmacht gegenüber dem Feindlichen. Der Feindlichen. Shimazu Hisamitsu gegen Goto Morinori. Morinori! Absolut schwierige Schlacht wird das bestimmt. Denn das Kräfteverhältnis war ungefähr gleich.
Trocken, keine Nachteile, Aufstellung starten. Wir könnten auch woanders angreifen lassen, so nicht alle auf einen Haufen. Doch, ich glaube... Ich glaube, das geht so. Okay. Ihr könnt euch... Nein, nicht alle. So, so, so. Und der. Ihr könnt euch hier aufstellen. So. Schön. Knuffig, knuffig, knuffig. Ihr seid was? Achso, ihr seid die. Ihr kommt da hinten mit. Um die zu beschützen. Kommen welche hin. Die Veteranen sozusagen. Was? Nein. Der hier nicht, sondern nur die hier. Die Veteranen. Ausstellung. Sollen Sie doch versuchen, gegen euch standzuhalten, General. Die Bombardierung können wir leider noch nicht einsetzen. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Das ist eine Gruppe. Ihr marschiert so, wie ihr jetzt seid, bitte. Ach, scheiß drauf. Stopp. Bin mal gespannt, was der Gegner unternimmt. Jetzt, so, und jetzt könnt ihr weiter marschieren. Ach, ihr seid doch kacke. Könnt ihr auch so marschieren. Ihr seid eine Armee. Und ihr da hinten... Ihr eigentlichen Soldaten. Ihr seid auch eine Gruppe. Aber ihr sollt nicht laufen, bitte. Ihr sollt normal marschieren und nicht rennen. Lungengeschoss, Kachi. Oh, sogar mal ein paar bessere Einheiten als die, die sie sonst haben. Garnisonsinfanterie. Kann ich ja eigentlich nur drüber lachen. Herr Bannenspeerträger. Herr Bannenspeerträger. Garnisonslinieninfanterie. Koyoshi Obonio. Koyami, was seid ihr für Einheiten? Achso, das sind Hamato des Generals. Ha! Ah, oh, hätte ich ja auch mal drauf kommen können, so. Oh, ihr seid schon bereit. Können wir marschieren. Nicht laufen. Das scheint ein kleiner Fehler im Spiel zu sein, wenn man die Soldaten... Kamera drehen, danke. Wenn man die Einheiten so hinstellt, dann rennen sie. Will ich aber gar nicht. Ich will nur, dass sie marschieren. Ihr marschiert auch alle mal ein bisschen weiter nach vorne, Jungs. Wie steht ihr eigentlich? Irgendwie sehr kacke. Oh, 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 wir können unser erstes Bombardement starten. Wenn wir jetzt hier irgendwo eine gute Stelle treffen würden, wenn die Einheiten so da stehen bleiben, wäre das sehr, sehr cool. So. Betten, die bewegen sich jetzt sofort. Plötzlich von 0 auf 100. Wie geht's euch, ja?
Geht's euch gut? Noch ja, ne? Ja! Logisch! Logisch! Ach, fickt euch! Ja, da wurden ein paar von getroffen. Schön. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Schön, klasse. Da habe ich eine Bombardierungs... Option ausgeschöpft. Nur damit die Einheiten sich dann im letzten Moment ein Stück nach vorne bewegen. Das regt mich richtig auf. Sowas ist total zum Kotzen in Spielen, wenn die KI zu schlau ist. Ja, sie ist ja nur auf normal. Aber woher wissen die Einheiten plötzlich, dass sie von den Kanonenkugeln angeschossen werden? Hä? Woher? Das ist doch totaler Scheiß. Vorwärts, Jungs. Vorwärts. Und hier geht auch weiter. Vorwärts, Jungs. Vorwärts. Und hier da hinten. Geht auch noch vorwärts, Jungs. Vorwärts. Oha.